So, einen wunderschönen Freitag. Willkommen zu der neuen Folge Town of Salem Ranked. Heute als Sean Spencer unterwegs, was ja eigentlich für Mittwochs geplant war. Aber aufgrund meines Fails habe ich halt jetzt die Runden oder die Namen einen Tag vorgezogen, seit der Mittwochsfolge, weil ich nicht in der Lage war, meine eigene Tabelle zu lesen, was natürlich ein bisschen peinlich ist. Aber okay, ab nächster Woche geht's nochmal weiter. Wir starten Montag mit einer neuen Serie. Und diese Woche beenden wir als Medium. Bin ich froh. 3000 Runden am Stück. Sehr gut. Ja. Und danach kann ich zufrieden mich zurücklehnen und die ganzen Folgen bearbeiten und alles. Weil dann bin ich echt froh. I'm resting nights 1, 2, 3 and 4 und vor allen Dingen 2 Survivor Claims. Hey, Medium here. How are you? Sean Spencer. Natürlich auf Zeig und Jade. Ah, er will nicht mit mir reden. Mag mich nicht. Wie es scheint. Keine Lust? Kleiner Gag. Wahrscheinlich stirbt er jetzt am Serial Killer und ich bin dann gehängt. Käfer ist tot. Nur ein Kill. Das ist schon mal ganz nett. Zumindest kann es nett sein. Sieht nach Mafia aus. Jawohl, Mafia Kill. Von da bin ich schon mal confirmed. Nicht SK. Und der Bodyguard ist down. Der hat Nummer 6 protected. 2, 4. Oh, das bin ja ich. Das Echse. Bin ich sein Target? Kann nur so sein. Okay, wenn er Executioner ist und ich bin sein Target, gefällt mir das nicht. Weil es kann nicht durch Untersuchungen stattgefunden haben. Ich kann ja immer noch Janitor sein, theoretisch. Oder ich wurde von der Mafia besucht und er ist Spy. Was mich aber nicht als Confronted Townie hinstellen würde. Wie dem auch sei, ein bisschen verwirrend. So, wir fragen mal, ob da ein anderes Medium dabei ist. Just schauen, alles klar. I'm the only... Ich wollte doch schreiben wie Will C, aber in dem Fall halt mal nicht. Samuel Seawall hat geliefert. Oh, 3 Kills. Bodyguard unwahrscheinlich, also war eher ein Werwolf-Kill, weil auch keiner gedoust geclaimed hat. Aber Samuel Seawall war ein Survivor-Claim, der meinte, er würde nach 2 Westen. Also wird wahrscheinlich ein Werwolf da draufgegangen sein. Und er hat ihn wiedergebracht. Wow. Und der Jade hat exekutiert, ja gut, Survivor Claim kann man raushauen, kein Problem. Ja, das kann aber auch ein Jester sein, mein lieber Jailer. Jekyll ist tot. Jekyll. Wir werden erstmal festhalten, dass Käfer ist Bodyguard. Confirmed, das wissen wir ja.
relativ sicherer Quelle. Er scheint böse gewesen zu sein, weil er hat keinen letzten Willen. Mafioso, sehr gut. Ja, das bin ich. Er könnte halt Ding sein, deswegen werde ich da mal sagen. Ja, John Heffron, ich hatte es überlegt, diesen Gag zu bringen, aber ich hatte dann keinen Bock drauf. Jein. Ob das jetzt besser ist, weiß ich nicht. Weil wir brauchen halt den Execute eventuell bei Werwolf. Und da ist es gefährlich. Cargo könnte der Jailer sein. Relativ aggressiv hier an die ganze Sache rangeht. Ich werde natürlich jetzt auch hochwarten. Ja, offensichtlich. Tschüss. Und dieses I will road with town würde sie sowieso töten durch den Werwolf. Schwierig. Lustig wäre jetzt gewesen, wenn hier so ein Escape Kill dabei gewesen wäre. Aber naja. Ich werde auch nicht guilty. Das ist zu einfach für einen Jester hier. Sleepy voted. Interessant. Wer war denn der Typ, der wusste, dass ich Inno bin? Das war John Heffron, oder? Ja. Ja, abstained wieder. Ja, aus Angst vor Jester, ist verständlich. Es war klar. Und das sind keine Unschuldigen. Das sind keine unschuldigen Survivor. Witchy Claim Shoot bringt nichts. Sie wird Westen, wenn sie Survivor ist. Und was haben wir dann? Kein Gewinn bei der ganzen Story. Gar nichts. Der Jailer will sie jetzt exekutieren, nehme ich an. Sprechen wir mal ein bisschen mit denen. Ich werde natürlich nichts von Jekyll, vom Mafioso irgendwie auf die Goldwaage legen. Informationen von ihm sind relativ fragwürdig. Falls überhaupt irgendwas kommt. Night Free. Nichts. Gar nichts. Also ich gehe davon aus, dass der Jailer sie jetzt exekutieren wird. Selena. Weil er halt schon meinte, hier ignoriert total den Fakt, dass es zwei Survivor-Claims gab. Oh, Bodyguard hat John Heffron gekillt. Oder der Jailer hat John Heffron gekillt. Bodyguard. Nice job. Damit hast du den Godfather erwischt. Nothing. Night 4. Talking to the hero. Really good job. Schön gemacht, mein Freund. Du hast deinen Job erledigt und das ist gut. Cargo ist Jailer, aber klar. Der Reveal war jetzt, ja, möglich. Kann man machen. Sleepy soll Sheriff, Exe oder Werwolf sein. Ist William Phipps in irgendeiner Weise confirmed? Kann immer noch geben, die Annie-Rolle ist noch offen, wobei natürlich dann der Claim von Selena dumm ist. Ja, sie soll gewotet werden, also wählen wir sie auch. Wenn kein letzter Wille da ist, ist sowieso für ein Arsch. William Phipps scheint dadurch confirmed invest zu sein, sonst hätte der Jailer da jetzt nicht drauf geachtet oder gesagt, wir machen das so. Veteran-Claim.
deckt sich nicht mit den investigativen Ergebnissen. Wir werden es sehen. Jetzt ist die Frage, ob ihr ihm vertraut oder nicht. I counterclaim Veteran. Da sind genug Whisper-Tests mögliche. Es ist genug Gewisper, um sich zu confirmen. Er Boo wird guilty. Zu 100%. Und William Phipps natürlich auch. Und sollte er jetzt Veteran sein, ist Boo auf jeden Fall ein Kill. Für den Jailer. Aber er scheint confirmed zu sein. Und damit können wir festhalten, Cargo Jailer, also wir halten das mal fest, Town Doppelpunkt, Cargo, wahrscheinlich William Phipps. Gab es in der Nacht einen Mafia-Kill? Ich glaube ja. Nacht 1 ist der Bodyguard gestorben. Nacht 2 ist der Retri gestorben. Nacht 3 hat er angegriffen. Ja. Also kann es schon mal kein Durchnichtigen. Ist wahrscheinlich, dass er cool ist. Halten wir mal fest. Ja, doch. Wir halten ihn fest. Ich habe überlegt, ihn als Most Likely Town reinzuschreiben. Aber er ist schon ganz cool. Satine ist ja anscheinend auch confirmed und Boo. Das ist aber nur für mich, nicht für die. Das heißt, das Random Name Top Hat Rave God. Good job, Bodyguard, by the way. Das halten wir nochmal rein. Oder Finality. Oder halt wirklich Selena ist es. Ich hätte halt Selena eigentlich schon tot erwartet durch den Jailer, aber er wollte nicht. Jailer down. Top Hat Rave God. Dass der Jailer hat exekutiert oder jemand ist in den Veteran reingerannt. Eher Veteran. Inverse Claim ist in den Veteran gerannt. Spannend, dass du halt ihn hier nicht reingerissen hast. Jailer hat exekutiert. Den Inverse Claim. By the way, this guy's name is Blackmailer, nice. Und das heißt, Annie ist Mafia. Aber bei. Könnte mir auch Jester sein. Aber ganz kurz. Cargo. Get rid of the Jester. Ja gut, die Votes sind eigentlich egal. Wir haben ja genug Leute, um zu wählen. Town Support. Ja, gute Frage, Random Town. Ja, ist ja egal. Ist eine Lüge. Stimmt nicht, weil Sleepy wurde nach 3 vom Invest gefunden. Der Werwolf. Stand nämlich Tag 4 da. Und das hätte dann nicht übereingestimmt. Das heißt, er ist ein Lügner. Also er kann kein Transporter sein normalerweise. Ist unmöglich. Aufgrund seines letzten Willens stimmt das nicht. Nightfree, Sleepy und Käfer passt nicht. Alles cool. Er konnte es nicht gewesen sein. Fertig, aus. Ja, und das war der Survivor-Claim, der Jester war. Wie gesagt, yay, 10. Sieg als Medium.
Lief gut. Lief echt gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen, Leute.